Das Rennen rund um diesen Bundespräsidenten, das ging nun in die nächste Runde. Heute war es von der FPÖ-Spitzenkandidat Walter Rosenkranz, der hier bei der Wahlbehörde vor Ort seine Unterstützungserklärungen abgegeben hat. Rosenkranz, der sprach von ganzen 18.000 Unterstützungserklärungen, die man gesammelt hätte, aber er rechnet damit, dass es bis zu 20.000 werden. Einige seien hier noch ausständig. Hier bei der Wahlbehörde gab es auch eine kurze Statementrunde rund um Rosenkranz. Er zeigte sich sehr erfreut über die vielen Österreicher und Österreicherinnen, die ihn unterstützen würden, sprach aber auch davon, dass er sich wünschen würde, am Ende mit Spitzenkandidat Alexander Van der Bellen und noch amtierenden Bundespräsidenten in ein Duell zu kommen, in eine sogenannte Stichwahl. Das sei das Ziel von Walter Rosenkranz. Ein weiteres Duell, das hatte sich Rosenkranz ebenfalls gewünscht, das sei auf medialer Ebene, und zwar ein TV-Duell. Alexander Van der Bellen hatte diese sogenannten TV-Duelle immer wieder abgelehnt, da er von einer sogenannten Politshow spricht. Rosenkranz präsentierte nun einen Brief, den er in der Hofburg vorbeibringen wollen würde. Dieser würde an Alexander Van der Bellen die Bitte gerichtet haben, dass man sich zu einem gemeinsamen TV-Duell treffen sollte. Ob Alexander Van der Bellen dieser Bitte nachkommt oder nicht, das wird sich zeigen. Die notwendigen Unterstützungserklärungen, die sind auf jeden Fall gesammelt worden. Erinnern wir uns noch einmal, mindestens 6.000 an der Zahl müssen es sein. Nun kann man noch bis zum 2. September um 17 Uhr seine Unterstützungserklärungen abgeben. Aus der Bundeswahlbehörde, also hier Innenministerium. Ja, heute ist es für meine Kandidatur soweit. Wir bringen die Erklärung für die Kandidatenliste. Wir bringen auch die nötigen Unterstützungsunterschriften. Es sind derzeit hier verpackt ein wenig über 18.500 Unterschriften, die bis gestern Abend gesammelt wurden. Wir wissen aus den Landesgeschäftsstellen, aus den Bezirksparteizentralen, dass noch einige am Weg sind, die wir selbstverständlich auch nachreichen werden. Und aufgrund der bisherigen Zahlen werden wir auf jeden Fall die 20.000er Marke knacken. Da lassen Sie mir zuerst einmal eines sagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei diesen tausenden Österreicherinnen und Österreichern, die diesen manchmal sogar mühevollen Weg zum Gemeindeamt, zum Ausfüllen dieser Unterschriften genommen haben und dann dafür gesorgt haben, dass sie auch rechtzeitig hier eintreffen. Es war ja manchmal nicht ganz leicht, auch diese Unterschriften abzugeben. Es hat die eine oder andere Panne auch gegeben und es wurde auch selbstverständlich Kritik an den Modalitäten des Bundespräsidentenwahlgesetzes laut, insbesondere wenn es darum geht, wie zum Beispiel behinderte Menschen, bettlägerige Menschen, kranke Menschen zu einer Unterstützungserklärung kommen können. Also das ist nicht ganz einfach, daher ein besonderer Dank. Ja, jetzt beginnt dann auch diese zweite Phase des Wahlkampfs und ich freue mich schon darauf, dass jetzt, nachdem dann klar sein wird, relativ bald, wer aller am Stimmzettel sein wird, dass wir dann eigentlich auch in Diskussionen eintreten. Diskussionen, die ich wahrscheinlich mit allen Bewerbern, es schaut auch so aus, dass es eben nur Bewerber sind, führen werde, bis auf einen. Aber da versuchen wir doch noch eine kleine Korrektur im Laufe des Tages anzubringen. Ja, meine Damen und Herren, ein großartiger Erfolg. Ich bedanke mich hier bei allen Bundesländerorganisationen, die da so dahinter gestanden sind. Und vor allem, es war nämlich schon zu Beginn an klar, dass die Menschen nicht bei Sammelstellen vor Ort, Gemeinde, Bezirkspartei, Landespartei waren, sondern einfach ein Kuvert genommen haben und meistens sogar unter dem Kostenaufwand eines eingeschriebenen Briefes an die Bundesgeschäftsstelle geschickt haben. Und wir können an sich minutiös auch sehen, wie sich der Zulauf hier entwickelt hat. Der war kontinuierlich, dann war ein großer Sprung, wie auf einmal die ganzen Landesgeschäftsstellen hier abgegeben haben. Und es ist aus meiner Sicht ein sehr eindrucksvolles Zeichen dafür, dass es Österreicherinnen und Österreicher gibt, die das unterstützen. Ein Eindruck, den ich bei meinen ersten Fahrten durch die Bundesländer bei den verschiedenen Veranstaltungen auch bereits gespürt habe. Was auffällig ist, Sie wissen, weder die ÖVP, die derzeit im Parlament die stärkste Partei ist, noch die SPÖ, die derzeit in den Umfragen die stärkste Partei ist, haben ja eine Kandidatin oder einen Kandidaten aufgestellt.
Und ich kann auch sagen, dass ich sehr, sehr viele Reaktionen bekommen habe von Menschen, die ganz klassisch aus dem Bereich von SPÖ kommen oder von ÖVP. Zum Beispiel ein pensionierter Eisenbahner oder ein Landwirt oder ein ehemaliger ÖVP-Bürgermeister einer Landgemeinde, dessen Namen ich auch auf mehrere Nachfragen sicherlich nicht nennen werde. Aber das ist alles passiert und es zeigt ganz deutlich, dass ich mit meiner Kandidatur ein Angebot für alle Österreicherinnen und Österreicher sein werde. Klar als Freiheitlicher, aber der ganz klar sagt, ich möchte die Mitte der Gesellschaft aller Österreicherinnen und Österreicher ansprechen. Und das wird auch Ziel in meiner Wahlbewegung sein. Danke vorerst. Das konkrete Wahlziel ist, dass Alexander Van der Bellen in die Stichwahl kommt und ich der Zweite dabei ist, der Zwei bin. Also ich glaube, diese Details werden wir unter Umständen in Diskussionen mit den Bewerbern machen. Ich habe nur gesehen, ein Kandidat, der mit einem Inserat in der Tageszeitung beworben wurde, der hat gesagt, er ist nicht links, er ist nicht rechts. Also ich weiß nicht, wie die Zuordnungen so stattfinden, wer wo rechts, links ist. Ich schaue, dass ich auf jeden Fall in der Stichwahl vorne dabei bin. Das ist einmal mein Ziel. Gut, danke, weil dann, glaube ich, ist jetzt vorgesehen, dass wir einen kleinen Umbau in den Stock machen. So, und jetzt noch als Foto. Ja, das ist jetzt nicht mit meinem Hauptbrief, dass ich mich oben draufstellen werde. Aber es ist schon sehr beeindruckend, was ich hier...